Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AKW-Tutorial. Jo, lang ist her, seitdem wir das letzte Tutorial gemacht hatten. Das war auch noch in einer anderen Version. Und in Anbetracht, dass wir jetzt gerade ein neues AKW bauen, wollte ich euch mal einmal die Technik zeigen von dem neuen AKW, die sich jetzt nicht so wahnsinnig dolle von dem alten unterscheidet. Aber wie gesagt, das alte Tutorial ist doch schon ewig alt, war in der Version 1.4.7 und jetzt sind wir in der Version 1.7.10. Die hier verwendeten Mods beziehen sich eigentlich nur auf Industrial Craft 2, Project Red und den Tube Mods oder Tube Mod. Außerdem haben wir die Iron Chest noch, aber die sind jetzt nicht unbedingt Voraussetzung dafür. Ich habe mal nur eine kleine Vorbereitung hier getroffen, dass wir nicht ganz so viel zusammenbasteln müssen. Das heißt, hier oben haben wir eine kleine Kiste stehen. Eine kleine Kiste ist gut, eine ziemlich große Kiste. Alle mit 10K Kulanzellen. Hier unten haben wir einfach eine MFSU stehen, die ist leer. Und hier werden wir unseren Reaktor einbauen. Warum wir auch gar nicht mal so lange rumlabern. Ich habe das jetzt mal genau so aufgebaut, wie ich es auch in unserem großen Kraftwerk gemacht habe. Das kommt später noch, das seht ihr jetzt noch nicht. So, da ist der Reaktorkern. Aber da gibt es bald auch Videos zu. Und den bestücken wir natürlich wieder ganz mit 6 Chamber. So, dann haben wir den da drin. Und das eigentliche Ziel ist es hier wieder mal so viel EUs wie möglich rauszuholen und trotzdem, falls mal die Kühlung versagen sollte, die Sicherheit zu haben, dass dieses Ding nicht hochgeht. Das ist also das grundsätzliche Ziel an der Sache. Und ich glaube, ich hab jetzt so wenig Platz. Vielleicht machen wir hier noch einfach so eine Reihe noch so dran, damit das ein bisschen mehr Platz ist. So, pass auf, dann nehmen wir jetzt so ein Not Gate. Ich mache das immer ganz gerne so. Auf die Art und Weise klappt das eigentlich immer ausgezeichnet. Darüber wird der Reaktor Strom kriegen. Das heißt, im Moment kriegt er eigentlich Dauerstrom. Wenn wir dem jetzt tatsächlich hier eine Bestückung reinpacken würden, wird er sofort anfangen zu feuern. Ja. Wir machen vielleicht auch mal eben hier ein Kabel dran. Das fehlt ja irgendwie noch. Mal Kabel hier. Damit wir auch den Saft abzapfen können. Ne? So, dann sollte der auch aufladen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das letzte Mal, wie wir das mit der Bestückung quasi da hatten. Aber diesmal werden wir den auf jeden Fall ganz derbe hier mit den Heatvents ausstatten. Ich glaube, das hatten wir aber auch bei meinem AKW hatte ich die aber auch schon benutzt, ne? Leider weiß ich nicht mehr. Ich hatte damals mal eine Tastenkombination, da konnte ich die alle auf einmal hochschicken. Ich weiß aber nicht mehr, wie die geht. So, pass auf. Und hier wollen wir ja überall so ein paar Leckerchen reinpacken. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Aber viele Leckerchen. So, die sind erstmal einfach dafür da, damit wir die Temperatur, wenn die hochgeht, auch möglichst schnell wieder runterkriegen. Also wir versuchen da so viel Druck, wie es nur geht, reinzukriegen. Jetzt bestücke ich den aber noch nicht. Wir machen vielleicht erstmal ein paar Kabel schon da dran. Wo sind die denn jetzt überhaupt? Pass mal auf, hier, lad mal den. Wunderbar. Die brauchen wir nicht mehr, die legen wir mal weg. Kabel brauchen wir. Das brauchen wir auch. Die Kisten brauchen wir jetzt auch nicht. So, wunderbar. Läuft. So, nehmen wir uns das gelbe Kabel dafür. Und hier nehmen wir ein Bundled-Kabel, wobei ja, muss jetzt nicht sein. Ich hätte jetzt auch einfach das gelbe Kabel weiterlegen können. Aber im Endeffekt läuft das auch so im großen AKW. Alles läuft über so ein Bundled-Kabel. Da kann man immer die Sachen ganz praktisch drüber verkabeln. Was wir jetzt hier machen,
Da geht es jetzt einfach nur um die Sicherheitsabschaltung. Hier packen wir uns einen Thermalmonitor dran. Der würde im Moment, sobald der Reaktor eine Temperatur von 500 Grad erreicht, würde er ein Redstone-Signal ausgeben. Gucken wir uns mal eben kurz an. Den schließe ich hier drüber an, aber er gibt jetzt kein Signal raus. Ich kann den hier umschalten und sagen, dann würde der jetzt ein Redstone-Signal abgeben und ab 500 keins mehr. Also wer sich da eine andere Schaltung vorstellt, der kann das auch andersrum machen. Also wenn jetzt angenommen, der wird jetzt 500 Grad erreichen, würde er ein Redstone-Signal senden und würde hier über das Not Gate das Ganze wieder ausschalten. Ich den wieder ausmache, dann kriegt der Reaktor wieder Power. So, jetzt machen wir uns noch einen Schalter dran für das Ding. Schalter. Fackeln brauchen wir jetzt nicht. So. Sehen wir jetzt, der ist an. Wenn ich dem jetzt Strom gebe, dem Schalter, Not Gate, Reaktor aus. Das heißt, jetzt kann ich den auch herrlich bestücken. Den setzen wir uns einfach mal ein bisschen höher. Ja, 1000. Machen wir mal auf 1000. So, dann packen wir da mal jetzt, packen wir nicht. Okay. Nehmen wir die. Ich frage mich gerade, wie viele wir da überhaupt reingepackt hatten. Oder wie viel ich da reingepackt hatte. Keine Ahnung. Pass mal auf, das sehen wir aber gleich. Dafür nehmen wir uns nur so ein Advanced Panel, weil ich jetzt nur ein Advanced habe. Das normale funktioniert genauso gut. Das setzen wir uns hier rein. Ist gleichzeitig das jetzt natürlich an. Aber dann wird aus. Das ist doof. Deshalb mache ich mir hier noch einen Schalter hin. So, dann bleibt das auch an. So, damit wir das mit dem Reaktor verbunden bekommen, damit wir auch so ein paar Informationen bekommen, ne, brauchen wir, hätte ich ja schon vorher raussuchen können, habe ich aber nicht. Remote, da ist es. Remote Sensor Kit. Mit diesem Sensor Kit klicken wir einmal auf den Reaktor. Dann bekommen wir eine Karte. Auf dieser Karte wird die Position des Reaktors gespeichert. Die packen wir uns in diesen Monitor rein. Und von nun an bekommen wir eine Information zu dem Reaktor. Mal kurz gucken. 1120 EU liefert der. Und wir sehen, dass uns direkt hier am Rand die ganzen Ventilatoren kaputt gehen. Da kann man jetzt sehr gut erkennen, wo so ein Ventilator gar nicht sitzen darf. Wir lassen den noch mal kurz laufen. Beobachten dabei unser Panel, dass der nicht zu warm wird. Man sieht, 1500 schaltet er ab. Bei 2700 schaltet er ab. Also er hat jetzt quasi keine Kühlung, geht aber trotzdem nicht in der Luft. Schaltet wieder kurz ein. Geht mal so auf 2500 Grad. Der kann auch höher gehen. Ich kann es jetzt im Moment nicht genau sagen, wie hoch der gehen kann. Aber ich glaube nicht, dass der so über 5000 Grad gehen würde. Und bis 10.000 Grad ist er eigentlich nur ausgelegt, wird aber rundherum unter Umständen relativ warm. Also vorsichtig sein mit irgendwelchen Stoffen, die leicht brennbar sind. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Kühlung hier hinzufügen. Dafür ist der Tube Mod ganz gut zu gebrauchen. Ich mache den mal erstmal aus. Jetzt gucken wir mal nochmal rein. Ah, lassen mal die restlichen noch wegbrennen. Aha, jetzt sind sie alle weg. Jetzt kann man genau sehen, welche Ventilatoren angegriffen werden und welche nicht. Das heißt, auf den ganzen anderen Plätzen wollen wir jetzt unsere Kühlzellen haben. Und Licht wollen wir haben. So. Dafür nehmen wir uns die Extraction Tube. Den Tube Mod, den findet er. Die Sachen da draus findet er eigentlich hier ganz weit hinten. Da sind diese ganzen Dinger. Und ich gebe euch mal einen Tipp. Benutzt niemals diese Tank Tube. Ich weiß nicht, was damit ist, aber ich meine, ich habe das auch schon in der früheren Version festgestellt. Wenn du die setzt, knallt die Map, stürzt die Map ab und das war's. Also setzt besser nicht diese Tank Tube. Wenn mir einer vielleicht was dazu sagen kann, woran das liegt, wäre auch ganz nett, aber ich brauche es auch ehrlich gesagt nicht. Ich verwende die nicht, von daher. So, um Sachen irgendwo herauszuziehen, benutzen wir die Extraction Tube und ansonsten,
um überhaupt so eine Tube weiterzuführen, die ganz normale Tube. Die Extraction Tube setzt immer da an, wo ich gerade hingucke. Ne? Deshalb immer vorsichtig sein, wenn ich jetzt so mache, dann setzt die sich so an. Das ist natürlich Quatsch. Ich will die so haben. Für auf die Kiste einmal kurz auf Shift drücken, ne? Sonst machst du die Kiste auf, sonst funktioniert das nicht. So, dann machen wir den noch da dran und schon sehen wir, bestückt er das Ding herrlich mit diesen Kulanzzellen. Je näher der dran ist, desto schneller kann er ihn natürlich nachbestücken und desto besser kannst du das Ding powern. Also wäre vielleicht doch besser, wenn die Kiste hier gestanden hätte, dann hätte er die noch schneller da reinschicken können. So, und wenn wir den jetzt anschmeißen, dann sehen wir, dann läuft der eigentlich auf seinen 1120 EU total geschmeidig. Temperatur ist 0, aber die Zellen verbrauchen sich jetzt natürlich ziemlich flott. Dadurch, dass die aber ziemlich schnell wieder nachgeschoben werden, jetzt gleich werden viele auf einmal ausgehen, weil die alle gerade frisch sind, dann kann das schon mal sein, dass der sie nochmal kurz abschaltet. Na. Jetzt geht er hoch in die Temperatur, schaltet sich kurz ab. Im späteren Verlauf ist das dann eigentlich aber nicht mehr so deutlich, weil dann so ein bisschen, wenn die dann so verbraucht sind, dann kommt man nochmal hier eine, da eine, da eine. Wenn viele auf einmal ausgehen, dann schaltet er sich auch mal 2, 3 Sekunden ab. Aber ansonsten bleibt er eigentlich relativ konstant an. Der große Nachteil an diesem Ding ist eigentlich nur, der verbraucht echt scheiße viel von diesen Kühlzellen. Also wirklich wirtschaftlich ist das Ding nicht. Es geht hier tatsächlich nur um einen Reaktor, der einfach nur scheiße viel Druck aufbaut, ne? So, und was kommt jetzt hier raus? So, gar nichts. Also, jetzt läuft er wieder. Da sehen wir, da kommt ganz schön viel Strom raus. Also, da kannst du schon was mitmachen. Als nächstes wäre dann natürlich wieder die Frage, wie stelle ich mir jetzt hier diese Zellen her? Weil ohne die Zellen brauchst du das Ding natürlich nicht betreiben. Also sollte man auch, wenn man so einen Reaktor baut, gleichzeitig die Möglichkeit haben, dass möglichst viele von diesen Zellen hergestellt werden. Dafür machen wir aber ein separates Tutorial. Darauf wollte ich jetzt nicht mehr weiter eingehen. Das ist, wie gesagt, die Technik, die wir auch wieder im aktuellen AKW verwenden. Relativ simpel und dennoch sicher. Jetzt gehen wir wieder auf grün, Junge. Und funktioniert. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und würde mich auch sehr freuen, wenn er nochmal reinkommt für das AKW zum Gucken. Ist noch nicht ganz fertig, dauert noch ein bisschen. Aber es kommt. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.